von der Herausforderung, sich selber zu sein. Es hat sich herausgestellt bei der Vorbereitung zu dieser Predigt, dass meine erste grosse Herausforderung war, dass ich überhaupt das Wort Identität definiere. Weil irgendwie ist das so ein schlüpfriges Wort, das immer, wenn man es probiert, umschreiben, habe ich gewundert, hey, ist es jetzt das? Oder? Darum habe ich gedacht, bevor ich eine halbe Stunde an euch vorbeirede, schauen wir gerade mal, was es dann für zwei Bedeutungen von Identität gibt. Und zwar ist es einerseits so unsere tatsächliche Identität. Die Echtheit einer Person oder Sache. Das ist so, dass ich Alin Hanke bin, das steht auf meiner Idee. Das ist halt, wer ich bin, das ist meine Identität. Und dann gibt es noch die Identität im psychologischen Sinn, also mein Gefühl von dem, was mich ausmacht. Das Gefühl von, wer ich bin. Da viele von uns nicht unbedingt damit hadern, wer sie auf ihrer Idee sind, reden wir heute vor allem über das Gefühl, das uns zentral ausmacht. Ich denke, das letzte Mal vor dieser Predigt, wo mich das Thema Identität so fest wachgehalten hat in der Nacht, war, als ich noch Teenie war. Und dann habe ich mich nächtelang gefragt, wer bin ich denn, was macht mich aus und ja, wer will ich denn sein und gehöre ich zu den Coolen oder zu den Uncoolen oder zu den Skater oder zu den Hip-Hopper? Ja. Und ich habe nächtelang so Quizzes gegoogelt, oder, wo einem dann sagen, so, welches Tier bist du oder was für eine Farbe hat deine Persönlichkeit oder welchen Stil spiegelt dich am besten wieder? Das war eher frustrierend, vor allem dann, wenn das nie das wieder gespiegelt hat, was ich in meinem Schrank hatte. Und sowohl mein Sackgeld als auch mein Sinn für Mode sehr beschränkt war. Aber Identität ist nicht nur in unserer Teenie-Phase ein grosses Ding, sondern es begleitet uns das Leben lang. Wir sind als Menschen immer auf der Suche nach Identität, nach was uns ausmacht. Und es ist so ein tiefst menschliches Phänomen. Eine Katze fragt sich nicht, wer sie ist. Die hat keine Midlife-Crisis, wenn sie mit 12 immer noch das gleiche Katzenbettchen hat. Ein Hund jagt nicht seinen Schwanz und hört nachher plötzlich auf und ist, bin ich der Jäger oder der Gejagte? Und bin ich überhaupt ein feiner Hund? Das ist einem Hund gleich. Und Schimpansen gehen nicht auf Weltreise, um sich selber zu finden und sagen dann ihren Kollegen, dass sie in Tibet in einem Kloster endlich zu sich selber gefunden haben. Das ist etwas, was wir Menschen machen. Vielleicht nicht das mit auf Tibet gehen, uns selber finden. Das ist so ein Hollywood-Sache. Aber wir suchen nach Identität. Wir wollen wissen, wer wir sind. Wir brauchen etwas, was uns ausmacht. Und etwas, wo es so Identität geben kann, sind die Erwartungen, die wir als Gesellschaft haben an uns selber. So, was man so macht im Leben. Was macht man als jungen Erwachsene? Vielleicht reisen, Abenteuer erleben, eine Lebenspartnerschaft gründen, den Berufseinstieg meistern, eine Familie gründen. Dann kommt man so ins mittlere Erwachsenenalter, dort sollte man dann so den Karrierehöhepunkt erreichen und dann kommt man ins höhere Alter und dann geht man in den Ruhestand und spielt mit seinen Enkeln. Ja, das ist ein grosser Identitätsgeber. Die Rolle, die aus dem entstehen. Und in den 50er Jahren war das vielleicht noch etwas enger gewesen, als es heute ist. Und in 20 Jahren wird es wieder noch etwas anders aussehen. Aber grundsätzlich sind die Rollen, die sich aus dem ergeben, Sachen, die uns Identität geben. Also zum Beispiel die Rolle als Weltenbummler, als junger Erwachsener, so ein Abenteurer. Oder die Rolle als Junior Sales Manager, wenn man dann den Berufseinstieg meistert. Oder die Rolle als Verlobte oder Ehemann. Irgendwann die Rolle als Ältere, als Mutter, als Vater. Und dann irgendwann die Rolle als Grossältere. Das ist etwas, was uns Sinn gibt im Leben. Das ist etwas, was uns ja, einen Sinn für Identität gibt. Das Problem ist halt, dass das Leben nicht immer so geradlinig ist, wie man es halt leben sollte. Das Problem ist, dass jemand die Corona auf deine Weltreisepläne trifft. Oder finanzielle Pleite deine Abenteuerideen durchstreicht. Oder dein bleibende Single-Sein dir langsam
zeigt, vielleicht will ich nie heiraten. Oder die Trennung auf die Turteltaube trifft oder eine Scheidung auf eine Ehe. Oder dass Kinderlosigkeit auf ein Haus trifft, das jetzt viel zu gross ist. Oder ein Kind mit einer Beeinträchtigung in deine Bilderbuchfamilie hineinkommt. Oder die Wirtschaftskrise kommt und deine Karriereleiter ist völlig zerstört. Oder du wirst krank oder jemand, den du liebst, stirbt. Oder du hast alles, was du willst haben. All die Sachen, die ich aufgezählt habe, du bist die Welt bereisen, du hast einen guten Job, du hast eine Familie, du hast alles, was du willst und du bist trotzdem nicht zufrieden. Es ist trotzdem nicht das, was dich dann so erfüllt und ausmacht, wie es du dir vorgestellt hast. Und die Sache ist ja auch, dass wenn uns so ein Szenario trifft, das ist ja nicht, dass das nicht grundsätzlich schlimm wäre und wehtut. Aber oft kommt zu dem Schmerz, zu dem Verlust oder der Zerstörung von der Erwartung, die man hatte, das Leben mit dazu, dass es uns in unserer Identität erschüttert. Wer bin ich denn noch? Wer bin ich denn noch, wenn ich nicht mehr Ehefrau bin? Wer bin ich denn, wenn ich nicht Mutter sein kann, wie ich mir das immer vorgestellt habe? Wer bin ich denn, wenn ich arbeitslos bin? Oder einen Job haben, der tiefer ist als das, was ich mir vorgestellt habe. Das fühlt sich an, als wäre einem sein Leben und seine eine komplette Zielverfehlung. Und das Ding ist, das Problem daran, wenn wir unsere Identität in dieser Rolle finden, ist nicht nur, wenn eine Tragödie unser Leben trifft. Sondern es ist auch, wenn unsere Identität verknüpft ist in diesen Rollen, dann versklaven wir uns an unsere Leistung, die wir in diesen Rollen bringen, damit wir eine gute Mutter sind. Ich kann euch ein Beispiel von mir erzählen. Ich bin vor 2 Jahren Mami geworden und ich habe das auch etwas Schönes gefunden. Ich habe gefunden, ich gehe auf in dieser Rolle. Und dann hat meine Tochter, sie war wenige Monate alt, hat sie sich weggemacht und ich wollte sie trösten und sie hat ihre Ärmel zu ihrer Tante ausgestreckt. Und ein paar Tage später hat sie dieser Tante sogar Mama gesagt. Und die Tante ist nicht irgendeine böse Stieftante, die probiert, mir mein Kind streitig zu machen, sondern das ist eine von meinen engsten Freundinnen. Und wenn es jemanden gibt, den ich mir wünschen würde, dass meine Tochter eine gute Beziehung mit ihr hat und sie als Vorbild nimmt, dann ist das die Tante. Aber ich war am Boden zerstört. Am Boden zerstört und ich dachte, sogar meine eigene Tochter denkt, ich bin eine völlige Versagerin. Und meine Tochter war dort so jung, wenn sie mal einen klaren Gedanken gefasst hat, dann hat der mit Milch zu tun gehabt. Aber ich war überzogen, dass ich persönlich versagt habe. Und was eben gemein ist bei diesen Rollen, ist, dass sie ja etwas Gutes sind. Etwas Christliches, könnte man sogar sagen. Zum Beispiel Ehepartner sein, das ist auch so etwas Gutes, etwas Christliches. Bis man dann eben seine Identität auf die Rolle setzt und der Erfolg von deiner Ehe plötzlich dich ausmacht. Und dann wird plötzlich jede Auseinandersetzung, jeder Streit, jeder Höger im Weg, jede Thematik, die man daran arbeiten muss, zusammen, weil sie halt nicht von Natur aus perfekt ist, wird dann zum Zeugen von deinem ganz persönlichen Versagen. Ich habe das ganz fest gemacht am Anfang meiner Ehe. Mein Mann sagt, wir sind spät Mitte, aber ich bin noch lange verheiratet, darum hoffentlich. Darum war es der Anfang. Das hat mich so erschüttert. Es ist mir fast peinlich zu sagen, aber es hat mich so erschüttert, wenn es meinem Mann aus welchem Grund auch immer nicht gut gegangen ist und ich mit meiner reinen Präsenz als seine Ehefrau nicht besser machen konnte. Ich habe ihm jegliche Männergrippe versaut. So. Das Gleiche gilt, wenn wir unsere Identität in unserer Rolle finden, zum Beispiel als Mitarbeiter in einer Kirche, als Mitbauer vom Reich Gottes. Wenn das plötzlich wird, wer mich ausmacht, was mir Wert gibt, dann wird eine neue Person im Team oder eine Veränderung oder eine kritische Rückmeldung nicht das, was es eigentlich ist,
eine Herausforderung halt, sondern ein persönlicher Angriff auf dich. Und es wird zum Quell von Hässlichkeiten und von Selbstmitleid und von Selbstzweifel, von Boshaftigkeit manchmal sogar. Es gibt meistens zwei Reaktionen. Entweder man sagt, man geht auf sich selber los und sagt, hey, sorry, ich bin doch gar nicht wert. Oder man geht auf den anderen los, weil was für ein grausamer Mensch greift dann jemand in seiner tiefsten Identität an? Dass wir unsere Identität in Rolle, in Status oder in etwas, wo wir Sinn finden, das ist nicht etwas, was wir heute in der heutigen Zeit neu erleben. Das ist ein Menschheitsproblem. Der Paulus schreibt an die Gemeinde in Galatien etwas, was zu dem Thema ist. Er schreibt, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem neuen Menschen geworden. Er redet von der Nationalität, er redet vom sozialen Status und er redet vom Geschlecht. Und Paulus sagt, das ist nicht mehr das, was euch ausmacht und es ist nicht das, was euch Wert gibt in der Gesellschaft. Es ist nicht mehr der Faktor, der dich abhebt. Es ist nicht mehr das, was die Leute sehen sollen, wenn sie dich anschauen. Hey, Jude oder Griech, die Nationalität, das war ein massiver Klotz an Tradition und Denkensweise und auch ein Selbstverständnis. Ich meine, wir als Schweizer können das gut nachvollziehen, wir haben auch ein recht hohes Selbstverständnis von uns. Aber das ist nicht mehr das, was Wert gibt. Wir können nicht mehr auf andere herabschauen, weil sie eben nicht das sind, wo wir sind. Sklave oder nicht Sklave. Ich muss euch nicht erklären, wie bestimmend das ist, für was dich ausmacht. Mann oder Frau, das war damals ein massiv grösserer Unterschied, als es heute ist. Das war eine Frage, ob man vor Gericht aussagen darf als Zeuge oder nicht. Das war eine Frage, wer darf für dich Verträge unterschreiben oder wem du effektiv gehört hast. Und der Paulus sagt, das ist nicht mehr das, was euch ausmacht. Er sagt damit nicht, du bist nicht mehr Jude. Er sagt auch damit nicht, du bist nicht mehr, er hat den Sklaven nicht einfach gesagt, ihr seid jetzt nicht mehr Sklaven. Auch wenn wir das uns vielleicht wünschen, dann hätte ich das gesagt. Aber er hat ja gar nicht die Verfügbarkeit für das. Er sagt auch nicht, es gibt jetzt keine Geschlechter mehr. Aber er sagt, es ist nicht mehr das, was euch im Innersten ausmacht. Es ist nicht mehr das, was eure Identität ist. Weil eure Identität ist in dieser Verbindung mit Christus. In dieser Verbindung sind wir zu einer neuen Identität gekommen. Vor etwa 15 Jahren hat Leonor Jäger bei den Teenies einen Input gehalten, sozusagen als mein persönlicher Paulus. Und sie hat das Bild gebraucht, das ich euch auch geben will. Und das war, Jesus hat deine Identität genommen und hat sie mit seiner austauscht. Er hat deine Identität auf sich genommen und dir seine Identität gegeben. Und ich habe das damals noch nicht so ganz gecheckt. Vor allem, weil ich dachte, was macht das jetzt mit meinem Kleidungsstil, so als Teenie. Ich kann ja im Winter nicht Jesus-Sandal anlegen. Aber das ist, wer wir sind. Wir haben eine neue Identität in ihm. Und ich habe vorher so viel von Rollen geredet und von Erwartungen im Leben. Aber das ist nicht das Einzige, wo es eine falsche Identität geben kann. Es kann auch sein, dass unsere Identität auf etwas beruht, was uns passiert ist. Etwas, was uns jemand über uns selber gesagt hat oder wir uns selber ständig sagen. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, meine Identität ist Zerbrochenheit. Meine Identität ist, ich bin nicht gut genug. Niemand nimmt mich wahr. Ich schaffe das eh nicht. Ich mache nur das, was ich eigentlich gar nicht will. Und ich schiebe alle von mir weg, die mich eigentlich lieb haben. Ich habe nicht genug, für mich lange es nicht. Weil das Ding ist, wenn uns jemand lang genug sagt, dass wir das sind, und es ist egal, ob das jemand in unserem Leben oder wir selber sind, dann fangen wir das an zu glauben. Und wir fangen an so zu leben. Wenn uns jemand lang genug sagt, dass wir wertlos sind, werden wir es akzeptieren, wenn uns die Leute so behandeln.
wir uns lange genug sagen, wir sind nutzlos, dann werden wir einfach da stehen, wenn unser Leben aus der Fuge geht und sagen, ich kann nichts machen, was, ich bin halt so. Und wenn du das in dir selber erkennst, dass das ein Teil ist von deiner Identität, dann gibt es Hoffnung für dich. Weil Jesus hat alles gemacht, damit das nicht mehr deine Identität muss sein. Er hat alles gemacht, dass du seine Identität annehmen kannst. Wir lesen in der Bibel von Anfang an, dass wir eigentlich als Menschen geschaffen sind in einer Identität, die ganz verbunden ist mit der von Gott. Als Leute, die über die Schöpfung ihre schauen können und sie geniessen mit Gott zusammen. Und wir lesen aber auch in dieser Bibel, wie wir es immer wieder nicht schaffen, wie wir immer wieder in Zerbrochenheit fallen, wie wir immer wieder unser Ziel verfehlen, immer wieder andere ausnutzen, andere hintergehen, andere umbringen. Und Gott kann nicht Gemeinschaft haben mit dieser Bosheit, er ist heilig. Und egal wie oft er es probiert hat und seine Hand ausgestreckt hat nach uns, irgendjemand war schon am goldenen Kalb schneiden. Irgendjemand hat schon wieder gesagt, wir brauchen eine andere Identität. Etwas, das ein bisschen Hand und Fuß hat. Der Gott, der ist ein bisschen schwammig. Aber das ist nicht das gewesen, was Gott angenommen hat, als wie es halt ist. Sondern er hat seinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt, dass er kommt und dass er die Identität von der Zerbrochenheit, die Identität vom Nicht-Genug-Sein, die Identität vom Nicht-Können-Gemeinschaft haben mit ihm auf sich nimmt. Und er ist ans Kreuz gegangen mit dieser Identität. All unser Schmerz, all unsere Verfehlungen, all unsere Krankheit, ist alles auf seinen Schultern gewesen, als er an diesem Kreuz war. Und er hätte es so machen können und es wäre vorbei gewesen. Er hätte es so machen können und einfach nochmal neu anfangen und sagen, hey, weißt du was, das ist mir zu blöd. Ich mache nochmal neue Menschen. Die da arbeiten es nicht. Aber das hat er nicht gemacht. Sondern er hat alles erträgt. Er hat alles erträgt und er ist gestorben für uns. Und wenn er nach 3 Tagen auferstanden ist und nicht in seinem Grab war, hat er seine Identität auf uns ausgossen, auf seine Kinder. Damit, wenn Gott uns anschaut, er nicht mehr sieht, was wir alles falsch gemacht haben, sondern er sieht perfekt, er sieht heilig, er sieht Jesus Christus. Du bist nicht mehr Zerbrochenheit. Du bist nicht mehr, ich bin nicht gut genug. Du bist nicht mehr, niemand nimmt mich wahr. Du bist nicht mehr, ich schaffe das nicht. Du bist nicht mehr, ich mache eh nur, was ich hasse und ich schiebe alle von mir weg, die mich lieben. Weil deine Identität nicht mehr auf dem basiert, was du gemacht hast, was du erreicht hast oder andere dir angetan haben, sondern allein auf dem, was Jesus Christus für dich gemacht hat. Die Identität der Welt geht darum, was du schaffst, was du erreichst oder was dir passiert. Aber die von Jesus, die geht darum, was er für dich macht. Und ich habe am Anfang von diesen 2 Arten von Identität geredet. Und habe gesagt, wir reden mehr über die gefühlte Identität. Und es ist extrem wichtig, dass wir verstehen, die Identität von Gott, die neue, die ist nicht primär in unseren Gefühlen. Die neue Identität, die er uns gibt, wenn wir ihn in unser Leben einladen, das ist deine tatsächliche Identität. Das, was ich bin, ist nicht mehr die alte Aline. Das, was ich bin, ist nicht mehr das, was sein Ziel verfehlt hat, sondern ich bin brandneu. Ich bin brandneu und ich bin heilig. Und unsere Identität in Christus ist eben Freiheit. Freiheit von all diesen Sachen, die die Welt von uns verlangt. Freiheit von all diesen Sachen, die die Gesellschaft von uns will und übermorgen ja doch wieder anders ist. Freiheit von diesen Sachen, die uns genommen werden können. Egal, ob wir verheiratet sind oder Single, egal, ob wir Kinder haben oder nicht, egal, ob wir fit sind oder nicht, egal, ob wir Weltretter sind oder nur ab und zu unseren Abfall trennen. Identität in Gott ist Tatsache. Und durch das, dass ich weiss, dass meine Identität in Christus eine Tatsache ist, darf mein Gefühl,
das, was ich das Gefühl habe, was mich zentral ausmacht, langsam nachwachsen. Und um mich immer wieder daran zu erinnern, wer ich wirklich bin, schaue ich gerne ins Wort von ihm. Weil Jesus hat so viel zu sagen, Gott hat so viel zu sagen darüber, wer du bist. Er sagt, Johannes 15, 15, nennt er dich Freund. In 1. Thessaloniker 1, 4 nennt er dich auserwählt. In Epheser 2, 10 nennt er dich kunstvoll geschaffen, handgemacht und geschaffen zu guten Werken. Im 1. Korinther 6, 19 nennt er dich, dein Körper ein Tempel vom Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 1, 8 nennt er dich ein Botschafter für die Welt. In Römer 5, 8 nennt er dich unendlich geliebt. Und Johannes 8, 36 nennt er dich frei, wahrhaftig frei. Und in 2. Korinther 5, 17 nennt er dich brandneu. Das ist, wer wir sind in Christus. Nicht wegen dem, was wir gemacht haben oder wie wir uns verhalten haben, sondern wegen dem, was er gemacht hat. Und das sind wir in den Umständen, wo wir drin sind. Die ändern sich nicht magisch, wenn wir die Identität von Christus annehmen. Ich bin immer noch Mutter. Ich bin immer noch Ehefrau. Ich habe immer noch die gleichen Sachen, die mich manchmal verdrücken wollen. Aber meine Identität hängt nicht dran. Und darum kann ich sie besser handhaben. Nicht jedes Laster, jedes Trauma, alles, was uns prägt, um unser Verhalten, fällt von uns ab, wenn wir die neue Identität bekommen. Und ich muss euch ehrlich sagen, es hat mir etwas gekostet, um jetzt vorher vorne zu stehen und zu sagen, ich bin brandneu und heilig. Weil die Beispiele, die ich euch gebracht habe, von wo ich mit meiner Identität Mühe habe, die sind ja nicht vor meiner Bekehrung passiert. Vor allem, weil ich vor meiner Bekehrung irgendwie 5 war. Ich weiss gar nicht mehr, was dort war. Und manchmal habe ich einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche oder ehrlich gesagt auch einen schlechten Monat, wo ich mich dabei ertappe, wie ich meine Identität wieder auf irgendetwas anderes setze. Oder wo ich sogar selber das Gefühl habe, dass ich wieder versagt habe, weil ich vielleicht etwas gemacht habe, was ich schon seit Jahren probiere aufzuhören. Und ich merke, wie ich mir sage, ja, so bin ich halt. Was soll ich machen? Ich bin einfach so. Aber das stimmt nicht mehr. Ich bin nicht die schlechteste Seite von mir. Ich bin nicht die Fehler, die ich mache. Ich bin nicht die Sünde, die ich begangen. Ich bin das, was Jesus sagt, ich bin. Und das ist die Wahrheit. Und ich muss euch ehrlich sagen, manchmal ist alles, was ich mache, über Tage oder Wochen, mich an dieser Wahrheit festklammern. Weil es sich überhaupt nicht so anfühlt, als wäre es wahr. Aber es ist wahr. Und es geht um eine Tatsache und nicht um ein Gefühl. Und jetzt kommen wir zu der Herausforderung. Gell, ist komisch. Ich habe nicht gemeint, sie sei schon vorher vorbei. Aber die Herausforderung, die ich sehe, ist, dass ich alles habe. Ich habe alle Freiheit. Ich bin unendlich geliebt. Ich bin kunstvoll gemacht und ich bin frei. Ich bin Botschafter für die Welt. Und als jemand, der das hat, bin ich herausgefordert, um ein gutes Leben zu führen. Ein Leben, das geprägt ist von Aufrichtigkeit, von Selbstlosigkeit, von anderen Dienen. Wie begegne ich den Menschen als jemand, der all das ist und all das hat? Jemand, der all das ist und all das hat, der gibt sein Verhalten Jesus an, jeden Tag. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein beklemmendes Gefühl in dir drin. Ich habe ein beklemmendes Gefühl in mir drin gehabt beim Schreiben von dem. Und es gibt mehrere Gründe für das. Ich glaube wirklich fest, dass viele von uns Christen immer noch tief unten das Gefühl haben, dass wir uns die Identität verdienen müssen. Ich habe es ja jetzt gerade gesagt. Ich habe ja gesagt, ich muss ein gutes Leben führen, wenn ich das habe. Ich muss es ja gleich verdienen. Aber das stimmt nicht. Dass wir jeden Tag unser Leben Jesus eingeben und uns in unseren Handlungen fragen, was er machen würde und was wir machen als das, was wir sind. Das ist nicht, weil wir Gott irgendwie besänftigen müssen. Das ist nicht, dass wir Gott irgendwie überzeugen müssen, dass er uns doch nicht fallen lassen soll und dass wir die Identität doch noch ein bisschen behalten können. Sondern es ist unser Handeln als seine Kind mit dem Wissen, dass wenn wir
Fehler machen, dass wenn wir stürcheln oder wirklich voll aufs Gesicht fallen, dass er da ist und dass er uns wieder auflupft und dass er uns wieder weiterhilft. Aber vielleicht hast du auch ein beklemmendes Gefühl, wenn du merkst, ich mache das alles gar nicht. Ich habe irgendwie die Identität, ich habe irgendwie die Tatsache, ich weiss das schon, ich habe das mal gemacht, aber irgendwie lebe ich das nicht. Irgendwie drehe ich mich doch noch um mich selber. Irgendwie finde ich doch immer wieder Sachen, die mich am Boden zerstören, wenn sie irgendwie nicht so laufen, wie ich das will, weil ich merke, ich tue meine Identität dort drauf. Und ich zähle mich selber zu diesen Leuten. Und ich möchte uns auffordern und sagen, hey, dann stehen wir jetzt auf. Dann beten wir jetzt um Vergebung. Und sagen, ja, gut, das war es. Nochmal von vorne. Die Identität ist die Tatsache. Jetzt will ich sie leben. Und wie machen wir das? Wir machen es von einem Moment in den nächsten. In Kolosser schreibt der Paulus, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Es ist egal, ob was du jeden Tag machst, Füdli an Putze ist oder 20 Leute führen oder den anderen ihr Zeug nachräumen. Mach alles, was du machst, im Namen von Jesus, mit Dankbarkeit. Es ist egal, ob es in deiner Familie ist, in deiner WG, an deinem Arbeitsplatz. Wir sind Botschafter für die Welt. Mit unserem Verhalten sind wir Botschafter für die Welt. Lasst uns einander dienen. Dann hol halt schon wieder das Kopierpapier aus dem Materialraum. Dann räumst halt du wieder die Kaffeetasse weg. Und nein, dann nehmen wir nicht teil am Büroklatsch. Nein, dann reden wir nicht schlecht übereinander. Dann sind wir füreinander da und unterstützen uns, wo wir können, und fordern nicht etwas zurück. Dann nehmen wir uns Zeit für unsere Kinder, wenn sie danach fragen und uns brauchen, auch wenn der Küchenboden langsam aussieht wie ein Gemüsegarten. Dann behalten wir unsere Nachbarn im Blick und im Gebet. Und fragen uns, brauchen sie etwas von uns? Und wenn sie es tun, dann geben wir es auch. Erzählen wir von dieser Hoffnung, die uns innen ist. Weil alle brauchen die Hoffnung. Und darum finde ich, ist es eine Herausforderung, mich selber zu sein. Weil wenn es gut läuft, ist es um einiges einfacher, meine Identität einfach in meiner Rolle als Mutter zu sehen, wenn meine Tochter folgt und nicht gerade anderen Leuten Mutter sagt, oder? Aber das ist nicht, wer ich bin. Wer ich bin, ist unendlich geliebt, Freundin Gottes, heilig und brandneu. Und so will ich mich auch verhalten. Und in all dem inne möchte ich euch etwas mitgeben. Und das ist, dass Gnade vom Herrn kein Ende nimmt. Sein Erbarmen hört nie auf und ist jeden Morgen neu. Gross ist seine Treue. Egal, wie oft du dich noch dabei verwünschst, wie du gerade deine Identität in etwas anderes gesetzt hast. Egal wie oft du merkst, wo ich handle gerade anders. Seine Gnade ist jeden Tag neu. Frag um Vergebung und fang wieder an. Er hat unendlich Vergebung für dich. Und Erbarmen und Gnade. Und vielleicht sitzt du da und das sagt dir jetzt alles gar nicht, wie deine Identität ist nicht in Jesus. Dann will ich dir sagen, du bist bereits jetzt unendlich geliebt von ihm. Und er ist nur ein Gebet weg von dir. Und er will nichts lieber, als dich befreien von dieser Identität, die gefesselt ist an das, was du leistest oder was dir passiert ist. Und er will dir eine neue Identität geben, die nicht darauf basiert, was du schaffst oder nicht. Ich will noch für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du alles gemacht hast, damit wir eine neue Identität haben können. Dass wir wissen, dass es egal ist, was wir alles schon falsch gemacht haben. Dass wir wissen, dass es egal ist, wenn wir es einfach nicht auf die Reihe bringen, weil du hast bereits alles geschafft und auf die Reihe gebracht. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns bewegst in dem, was er Bewegung braucht. Für die, die einfach nicht glauben können, dass sie nichts leisten müssen, dass du ihnen das ins Herz reinbrennst. Dass sie angenommen sind, dass sie nie werden mehr geliebt werden, als sie jetzt in dieser Sekunde sind. Ich möchte dich bitten für uns, die merken, hey, ich bin vor mich hintümpeln, und ich möchte dich bitten, dass du uns ein Feuer entfachst
und das Bewusstsein für wer wir sind und was das bedeutet für unser Leben. Herr, ich bitte dich, dass du uns reich segnest und dass durch das, dass wir unsere Identität ausleben, kann die Welt verändert werden. Jesus, bist du in und um uns. Amen.